Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute eine kleine Bonushand vorbereitet. Was heißt kleine? 13 Spiele, würde ich mal sagen, ist vernünftig. 800 Euro war Start. 13 Spiele Opening. Wir gehen rein. Und der erste ist dort, wie man unschwer erkennen kann. Too wild to die. 3 Scatter Bonus. Es bin bekommen. Mal gucken, ob er gönnt. Im letzten Stream war der ganz vernünftig beim Glücksrad. Mal schauen, ob er jetzt nochmal gut ist. Komm schon, wir brauchen nochmal Revolverschüsse. Da oben 40er und mal 5er im Spiel. Nutzt er leider nicht. 39 Euro. Eher Magerquark auf 1 Euro. Na, okay, wir gehen weiter. So, Retro-Tweets-Tapes stehen ganz okay, würde ich sagen. Alle Tapes mit mal 2. Paar Münzen haben wir am Start. Und könnte was werden, könnte was werden. Aber wir kennen alle Retro-Tweets bzw. Retro-Tapes. Ja, weiß ich jetzt nicht. Letztes Jahr Retro-Tapes gut, mit Retro-Tweets. Ja gut, 2 gute Hits hat er mir schon mal gegönnt. Aber der Maxwin fehlt mir noch. Der Maxwin, ihr wisst, der einzige ist dort, wo ich Maxwin bekomme, Retro-Tapes. Vielleicht heute auch bei Retro-Tweets. Aber es sieht absolut gar nicht nach Maxwin aus. Es sieht nach absoluter Gülle aus. Ey, danke dir. Es wird das, da habe ich schon wieder Bock, die Bonushand fortzuführen. 16,64 Euro. Danke dir. Wir haben zum Glück noch ein paar Spiele. So. X-Miss Drop, komm schon, hoffentlich, die habe ich so auf den 4-Scatter-Bonus beliebt, aber kam leider nicht. 3-Scatter-Bonus wird mitgenommen. Mal schauen, was der kleine Weihnachtsmann heute in seiner Geschenkbox da hat. Leider keine Multis. Komm schon, hau mal 3 Weihnachtsmänner mit Multis rein. 3 Weihnachtsmänner, aber kein Multi. So eine Mistsau. Aber Verlängerung ist da. Der ist ein bisschen was. Oh, kein Multi. Schade. 92 für den. Okay, nimmt mal mit. Oh, nochmal 2 Stück, aber wieder ohne Multi. Come on. Weiter. Schwach. Komm schon. Oh, wenigstens. Wir sind auf dem Zweier drin. Wieder kein Multi. Na gut, auch mit Multi wäre der nicht gut gewesen. Come on! Schade. Letzter Spin, der ist nochmal Pisse. 3 Weihnachtsmänner, aber wir sehen's. Ey, viele Weihnachtsmänner, aber Endergebnis trotzdem schlecht mit 2 Euro. Mit Verlängerung auch noch wohlgemerkt. Ach, come on. So, Air of the Panda. Ja, Hexor, was soll ich sagen? Hexor. So ein Mittelding diesen Monat. Mal schauen. Wir müssen jetzt die Pandas einsammeln. Genau so. Mit guten Multis wäre natürlich Vorteil. So ist Müll. Pandas direkt wieder aus dem Gefängnis gelassen. Come on. 7 Spins haben wir noch. Ist auf jeden Fall noch Zeit, um hier mehr Pandas einzusammeln. Ja, so nicht. So nicht, Kollege. Einsammeln jetzt, nicht connecten. Einsammeln. Ja, okay, gut. Noch ein Panda und dann bitte eine Full Line. Jetzt eine Full Line. Nein, war keine Connection mehr. Und ich verteilte die wie. Ey, schon wieder keine 100. Es sind noch 1,60 drin. Und dann 66 Euro. Ey, komm schon. Müll. So. Weiter geht's mit Gaia auf Olympus. Mal gucken, ob er heute auch der Gönner von Olympus ist. Mal sehen. Im ersten Spin baut er mit. Okay, erster Spin 6er Multi ist gut. Für meine Verhältnisse gut. Muss jetzt so weitermachen. Sonst wird's natürlich schwierig. Komm schon. Auch nochmal ein paar gute Multis rein. 3er Multi wird mitgenommen. Ringe vielleicht? Schade. Okay, 9er Multi, 12 Spins. Komm schon. Lass die ersten 100x in der Bonushand. Kleiner Multi, besser als kein Multi, aber Tampel wird eher schwach. Ja,
Dankeschön für nix. Verlängerung. Rot, Verlängerung. Ach, komm schon. So. Jetzt grün. Grün muss. Grün wird. Jetzt wird es wieder schwierig. Wieder ein Scatter gefehlt für Verlängerung. Multi ist gut. Wir haben leider nur noch zwei Spins. Ja. Was ist heute wieder für eine Pisse? Multi jetzt nochmal zum Abschluss. Komm schon. Multi jetzt rein. Ey, jetzt mach doch den Multi wenigstens. Die wollen mich heute halt alle verarschen. Ey Mann, hätte der wenigstens da in dem letzten Spin noch einen Multi geschmissen, dann wäre das wenigstens mal über 100x geworden. So sind wir immer noch vergeblich auf der Suche nach 100x. Amen. Cashkuh, komm schon. Cashkuh meistens auch... Ja, nicht gut bei mir. Cashkuh schwierig. Geht schnell rein, ja. Das ist aber das Einzige. Schnelle Freispiele wie hier meistens aber auch Müll. Ja, natürlich. Letzter Spin schon wieder. Wunderbar. Wunderbar. Das läuft doch heute wie fast immer bei einer Bonushand bei mir. 20er für den. Was will man mehr? Was will man mehr? Mann, Mann, Mann. Also Hexo heute auf jeden Fall wieder absolut Schmutz. Absoluter Schmutz. Nicht nur Hexo, muss ich auch fairerweise sagen. Heute wieder alles. Okay, der connected vernünftig. Das hier kann auch wieder so eine typische Runde ohne Regenbogen werden. Ich sehe es doch schon wieder. Okay, Upgrade auf 4 Scatter Bonus. Come on. Jetzt aber. Und die bleiben, die Felder, gell? Die bleiben plus 4. Ey, jetzt komm schon. Regenbogen rein. Jawohl, erster Regenbogen ist drin. Nein, kein Collect, Mann. Kein Collect, aber okay. Ist okay, ist okay. Wir nähern uns mal den ersten 100x in der Bonushand, oder? 108, jawohl, die ersten 100x haben wir, wunderbar. So, jetzt nochmal Regenbogen. Regenbogen rein mit dir. Ey, ein Regenbogen muss noch. Obwohl, wir spielen der Bandit, der gönnt meistens einen Regenbogen und dann nichts mehr. Aber jetzt, der ist wichtig, der ist ganz wichtig. Collect, Top, schmeiß den Top rein. Wieder kein Top, okay. Okay, okay, Ruhe. Oh, jetzt guter Multi, jetzt da, guter Multi unten. Dreier Multi ist okay. Ah, geht doch. Le Bandit rettet die Bonushand, würde ich mal behaupten. Le Bandit rettet die Bonushand. Sehr nice. Schade, kein Collector. Vielleicht jetzt noch mal. Na, ah, jetzt noch ein Regenbogen. Wäre zu viel verlangt. Aber ey, Le Bandit in letzter Zeit auch wieder im Gönnermodus bei uns im Stream gewesen. Und jetzt hier auch in der Bonushand. Sehr nice. Okay, also jetzt kann nichts mehr schief gehen in der Bonushand, weil ich bin im Profit. Profit-Bonushand, immer eine gute Bonushand. Und wir haben noch... Fünf Spiele. Fünf Spiele haben wir noch. Das ist schon mal sehr nice. Okay. Thunder Kicks dort auch am Start. Falls ihr wissen wollt, wo ich spiele, in der Infobox, in der Videobeschreibung, der erste Link. Checkt den gerne ab. Falls ihr eh spielt und neue Angebote sucht. Falls ihr gar nicht spielt, am besten erst gar nicht anfangen. Spielt am besten gar nicht. Schaut die Streams. Schaut die Videos. Falls euch die gefallen, dann hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und jetzt brauchen wir hier Connections. Das würde mich auch sehr freuen. Natürlich wieder keine Connection. Die stehen halt aber auch absolut beschissen, die Whites. Ah, korrekt. Das waren natürlich wieder Beispiele wie aus dem Lehrer. 1 Euro, 1x. Jawohl. So ein Scheiß. Okay, aber können wir verkraften die Freispiele von 1x bei Beat the Beast? Aber ich glaube wirklich, das waren die schlechtesten Freispiele, die ich da jemals hatte. Ich wusste gar nicht, dass ich so schlecht zahlen kann. So, die Kelche. Ne, die Kelche wären gar nichts. Firepuff ist auch eine geile Slot. Spiele ich eigentlich viel zu selten. Warum auch immer. Komm schon, weiter. Wir brauchen viele Connections. Damit der Multi nach oben schallert. Jawohl, zweiter Multi ist da. Ganz da oben links in der Ecke. Naja, okay. Dritter Multi. Ring. Na, ja, vielleicht Ringe von oben. Komm, Ringe jetzt. Ja, okay, ist gut. Ist gut. 14er Multi. Amulett vielleicht. Amulett, Amulett, Amulett. Na, ist auch okay. Jetzt ein Amulett brauchen wir. Schade. Der wäre ein bisschen was gewesen.
Nochmal ein Multi? Ja, okay, der kann was werden. Multis sind gut jetzt. Also ist vernünftig. Wir hatten da schon wesentlich bessere Multis. Aber 60er Multi, damit kann man schon mal was anfangen. Muss halt jetzt was Gutes connecten. Das ist halt. Sowas. Mara Quark. Sowas ist halt Mara Quark. Big Win. Animation ist da. Zwei Spins hier nach. Komm schon, da geht doch was. Ey, bitte. Müll. Ja, natürlich. Da bei den 61er Multi kommt natürlich mal wieder nur Pisse. Schwach, schwach, schwach. So, stimmt. Ich habe sogar zwei Thunder Kickslot und diesmal Hot Potato am Start. Also schlechter als der letzte Thunder Kick in der Bonushand kann er nicht werden. Ein X werden wir schaffen, oder? Auch hier auf einem Euro sind wir drin. Wir brauchen jetzt einfach Connections. Auch hier. Das hört sich immer so leicht an, aber ist dann im Endeffekt gar nicht so leicht. Komm schon. Ja, die Potato da, die brauchen wir. Genau die Potatoes. Jetzt kommt die nächste Potato. Eigentlich eine ganz lustige Stunt, aber so richtig gegönnt hat er mir auch nicht. Oh, noch nie. Pommes connecten, sehr gut. Multi wird gut aufgebaut. Ja, okay. Ist ein bisschen so ein Zwischending zwischen Sugar Wash und was noch? Sugar Wash, Gem and Jar. Ne, Gem and Jar hat eigentlich wenig damit zu tun. Ja, so, oh, komm schon. Jetzt. Ah, da oben. Okay, zwei Whites kriegen wir. Ne, Quatsch, ein White. Schwierig, komm schon, zwei Spins haben wir noch. Da jetzt in die Multis irgendwas Gutes rein. Ja. Die Pepsi-Dose da, die ist jetzt nicht so gut. Letzter Spin, komm schon. Da, wo die Multis sind, bitte. Ja. Thunder Kick bei mir auch meistens Müll. Meistens wirklich Müll. Wir gehen weiter. So, Firehopper auch am Start. Und ja, Firehopper, weiß ich nicht. Bei mir kommen nie Münzen. Bei mir kommt gefühlt nie was bei der Slot. Aber ey, alle Slots außer Le Bandit heute Müll. Le Bandit hat die Bonushand definitiv gerettet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier haben wir noch eine Exo-Slot. Aber jetzt sind wir erstmal bei Firehopper. Hopper, Hopper, Reiter. Wenn der Frosch fällt, dann schreit er. Komm schon. Multi, Sechser, Multi. Wir brauchen mal ein paar Münzen. Wie ich eben erwähnt habe, ich bekomme hier nie Münzen. Ist das hier traurig? Ist das ein Trauerspiel? So. Nächste und letzte Slot am heutigen Mittag. Handover Noobs. Aber ey, an diejenigen, die bei der letzten Bonushand im Livestream dabei gewesen sind, diejenigen, die bei der letzten Bonushand dabei waren, die wissen, wie sie geendet ist. Ich glaube, 1500 war Start und Endergebnis war knapp 800. Von daher kann ich heute sehr zufrieden sein mit der Bonushand. Und wir haben ja auch noch eine Slot, die bei mir eigentlich nie was gönnt, und zwar Handover Noobs. Vielleicht ist er ja heute im Gönnermodus. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen vernünftigen Multi. Einen vernünftigen Multi haben wir. Komm schon. Come on. Und weiter. Wir haben noch viele Spins. Jetzt noch eine grüne Kugel auf 1 und 3, bitte. Komm. Zeig mal, was du drauf hast. Der hat wirklich bei mir noch nie so richtig krass gegönnt. Come on. Das ist aber auf jeden Fall schon fast. Das ist der zweitbeste Slot in der heutigen Bonushand. Ist so. Ist so. Und wir haben noch 10 Spins. Ja, okay, 54 für den, ist gut. Und nochmal Katze? Ja, leider nur mal zwei, aber okay. Okay, okay, okay. Oh mein, okay. Jetzt aber. Bitte mich jetzt nicht wegscammen. Bitte mich nicht wegscammen. Einfach ein gutes Bild. Komm schon. Nein, 8 Cent Bild mit 202er Multi, hat er Müll. Okay, nochmal Spins dazu. 3 Spins, wichtig und richtig. 5 Spins mit so einem, mit so guten Multis, komm schon. Jetzt einfach mal was Gutes connecten. Hallo, kein wieder 8 Cent.
Kann er jetzt nicht irgendein vernünftiges Bild connecten? Wir haben nur noch 2 Spins. Nein. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Gute Freispieler, aber seid ehrlich, Potenzial war vorhanden. So ein Mist. Aber ey, 800 Stach, 1333 Endergebnis. Bin ich zufrieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hinterlasst noch gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Kommt gerne in den Discord rein. Auch da in der Videobeschreibung der Link. Bleibt gesund. Ciao, ciao.